Hallo und herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator auf der On the Hills Map zusammen mit dem Daniel. Hallo, grüß euch. Ich muss gerade mal kurz gucken. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe noch gar keinen Kercher. Das geht natürlich nicht. Kann ich ja keinen erzählen. Jetzt schon zu Kerschern? Ja, ich muss doch den Drescher sauber machen. Der muss ja jetzt einwintern. Stimmt, wir sind ja durch. Genau, wir sind ja jetzt durch mit dem Ernten. Und wir haben jetzt außerhalb der Folge schon Pläne geschmiedet, wie wir jetzt weitermachen. Ja. Denn wir haben ja die Möglichkeit, im Herbst über den Winter schon Saat in den Boden einzulagern oder einzubringen, die dann natürlich erst nächsten Sommer bzw. Frühling, Sommer reift, dann auch nächsten Herbst erst wieder geerntet werden kann. Das Einzige, was ich nur nicht mehr weiß, ist, welche Früchte wir jetzt schlussendlich nehmen dafür. Roggen und Hafer wollten wir. Jeweils machen wir 2 Felder und den Rest unserer Felder machen wir dann im Frühling fertig. Genau, das hört sich gut an. So, noch das Schneidewerk ein bisschen hier. Also, da darf ja auch mal einen Schluck Wasser sehen, ne? Das ist ja auch nicht verboten, mal ein bisschen die Maschinen zu pflegen. Absolut. Eben noch den Schneidewerkswagen holen und dann werde... Habe ich den ja da ans Feld rangestellt. Ja, habe ich gesehen. Dann können wir das Gespann mal wegfahren. Hat uns ja mal wieder treue Dienste geleistet, der Dominator. Kennst du noch den ganz kleinen Dominator? Den nochmal 10 Jahre älteren? Ja. Das war auch schon ein Klassiker. Obwohl wir keinen Dominator haben, ne? Hm? Wir haben einen Klass Mega. Ich glaube, Mega war dann... Da steht auf jeden Fall auch Dominator drauf. Ach echt? Ich glaube, Mega ist dann nur halt quasi die große Ausbaustufe vom Dominator, glaube ich. So, ja gut. Dann habe ich jetzt wieder mit Unwissenheit ganz... Aber ich auch nicht unbedingt mit Wissen. Also ich schätze es so. So wie prima gesagt, Pommes, die alten Mähdrescher. Ja, genau. Die alten Mähdrescher sind sowieso... Also mir gefallen die alten Klaas-Mähdrescher eigentlich echt ziemlich gut. Ja, Klaas ist generell schick. Die könnten das mit den Dreschern. Deswegen hoffe ich so sehr, dass sich das bewahrheitet, was auf der... grünen Woche in Berlin verkündet wurde seitens Klaas Marketing. Mit LS oder was? Genau, dass Klaas als nächste große Marke in den Landwirtschaftssimulator einzieht. Fanfaren und Trompeten. Wird natürlich schon cool, dann ganz cool, ne? Das wäre richtig cool. Da warten schon einige Leute drauf, schon seit Jahren. Genau. Auch gerade auf das Thema Marken im Landwirtschaftssimulator. Da hatte ich auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Giants-Mitarbeiter auf der FarmCon, was das Thema angeht, John Deere im Landwirtschaftssimulator. Ja. Und was wir euch definitiv sagen können, falls wir es nicht sowieso schon gemacht haben, dass definitiv die Zusammenarbeit nicht an Giant scheitert. Ja, das wurde, glaube ich, schon oft gesagt in den letzten Jahren. Genau. Also es ist eher so, dass John Deere, diese Marke John Deere, zurzeit nicht in den Landwirtschaftssimulator möchte. Und der Tatsache, dass John Deere ihr eigenes Simulationsspiel haben. Ja, zumindest in Amerika. Ne? Hier in Deutschland wird das, glaube ich, gar nicht mehr vertrieben. Das ist auch... zugegebenermaßen. Ich habe mir mal eine Demo davon gezogen, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob das jemals weiterentwickelt wurde. Also die Version von damals war auf jeden Fall hochgradig zum Kotzen. Ja. Aber es war zu Zeiten von LS9. Ich würde sagen, dass er besser war als der LS9. Zumindest so vom Ansatz her. Aber er war halt auch nicht gut. Na gut, keine Weiterentwicklung. Ja, wie gesagt, ich hatte das Simulator, hatte ich jetzt gesehen auf der Agritechnica 2015. Ich glaube, da konnte man einen Giant-Stand in so eine Traktorenkabine reinsetzen und den Simulator selbst spielen. Den John Deere Simulator? Den John Deere Simulator, genau, richtig.
jetzt bin ich am Überlegen. Es gab auf jeden Fall vor einigen Jahren, hat John Deere einen LS da gehabt. Mit John Deere Mods. Das gab es auch schon. Das kann natürlich auch sein. Also es hat sehr, sehr stark mich an den Landwirtschaftssimulator erinnert. Ja, dann war es der LS11 oder LS13 oder so, nur mit John Deere Mods. Hm. Das hatten sie auf jeden Fall mal. Da gab es nämlich dann auch einen großen Aufschrei in der Community. Ist das vielleicht jetzt der Beweis, dass John Deere in nächster Zeit kommt? Aber das ist auch nicht richtig, finde ich dann. Sowas dann zu machen. Ja, ich weiß nicht, was John Deere sich dabei denkt. Aber im Endeffekt ist John Deere jetzt auch bald echt die letzte große Marke, die fehlt. Muss man ehrlich sagen. Ja. Jetzt, wenn Klaas da ist, haben sie ja alles. Muss man... Also, wie gesagt, es gibt dann... Also, Marken, die mir jetzt bekannt sind, größere Konzerne, ist jetzt eigentlich alles, zumindest was den Traktorenmarkt betrifft, eigentlich alles vertreten. Oh, Ropa fehlt vielleicht irgendwann noch bei den Rübenerntern. Aber da haben sie auch mit Holmer jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt sagen würde, das ist schlechter. Absolut nicht, nein. Es gibt ja noch andere Marken, also da gibt es noch irgendeine holländische Marke, die auch auf dem Ernter- oder auf dem Vollerntermarkt auch unterwegs ist. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie die heißt. Da war es so, die hatten auch auf der Agritechnica einen vollautomatischen Karottenroder auch ausgestellt. In LS oder wie? Nee, nicht im LS, so. Nee. In Real. Also wie gesagt, generell so die Vollernter, die ich auf der Agritechnica gesehen habe von Opa, von Grimme, von Holmer, absoluten Respekt. Also da seht ihr erst, wie groß diese Geräte in Wirklichkeit sind. Das war für mich ziemlich beeindruckend, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass diese Geräte bei uns hier aufgrund der kleinen Parzellen, aufgrund der kleinen Felder einfach nicht fahren. Ja. War das schon sehr, sehr sehenswert für mich. Ah, das ist generell einfach heftig, was für Größen. Man ist es ja echt nur vom LS gewöhnt, wenn man jetzt selber nicht viel mit Landwirtschaft zu tun hat. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Level, das dann mal in echt zu sehen. Komplett. Also, um es in der Jugendsprache zu sagen, ich war geflasht, ja. Krass. Nein, also wie gesagt, ich habe mir das nie so vorstellen können, dass die so groß sind. Vor allem, dass wieder so ein enormer Größenunterschied da ist zwischen dem Holmer Vollernter und dem Tektron von Grimme. Oh. Was halt auch wirklich heftig ist, du bist es einfach nicht gewöhnt, wenn du eine Zeit lang in LS einen großen Drescher hast, ne? Und dann irgendwann denkst du dir, boah, ich brauch mal was Größeres. Und du fährst schon einen 8 Meter oder sowas, sag ich jetzt mal. Ja. Und du weißt das einfach nicht zu schätzen, weil in LS ist es halt ein mittlerer. Aber steh mal neben einem 1090. Das ist eine ganz andere Liga als einen Drescher hier aus dem Spiel in der Regel, also jetzt eine Mittelklasse-Drescher. Das ist nicht mal so eben, ich kaufe mir mal das nächstgrößere, sondern es sind halt ganz andere Dimensionen. Ich habe das Schneidewerk dermaßen beschissen aufgeladen. Ja, diese Drescher, die kosten ja alles auch schon. Ja, also wie gesagt, auch teilweise so, was diese Geräte für Preise kosten, das ist abnormal. Ja. Wenn ich jetzt quasi einen Xerion angucke, die kosten eine halbe Million, so ein Traktor. Ja, mehrere hunderttausend, bist du da ganz problemlos mal eben los. Ja, und dann hast du halt noch on top einen Drescher. Absolut abnormal, was da. Ja, Drescher kannst du auch schon mal eine halbe Million mit knacken. Ja, die halbe Million hast du schon mit einem großen Xerion. Ja, so ungefähr. Ich glaube, bei Schleppern kannst du mindestens immer so mit einem Tausender pro PS rechnen. Also 724 bis dann zum Beispiel so bei 240.000. Ja. 740, ja doch, macht Sinn, was ich hier gesagt habe. Also ich denke, die Preise hier im Landwirtschaftssimulator für die Geräte, die sind mittlerweile schon echt nah an die realen Bedingungen angelehnt. Ja, es ist halt immer die Frage. In echt hast du halt die Möglichkeit zu konfigurieren, GPS einzubauen, die bessere Kabine und sowas, ne? Na klar. Und dann kannst du halt doch den Preis schon mal mehrere 10.000 hoch oder runter kriegen quasi. Je nachdem, wenn du gar keine Ausstattung nimmst.
Ja, nur soweit würde ich hier im Landwirtschaftssimulator nicht. Also ich brauche jetzt nicht die Auswahlmöglichkeiten, ob ich jetzt einen Traktor mit Klimaanlage mir hier kaufen oder konfigurieren möchte oder nicht. Dann lieber eher was optische Sachen oder leistungstechnisch. Was jetzt den Komfort angeht, das ist jetzt für mich, also für mich persönlich ist das eher irrelevant. Wobei sowas wie Kabinenart kann auch cool sein, weil zum Beispiel Fendt haben ja dann teilweise diese gebogenen Gläser an der Kabine oben, weißt du? Das gehört Ja ja gut, dann das ist quasi ja. zur Luxuskabinenausstattung. Ja gut, das ist ja wieder was Optisches. Ich habe ja gesagt, alles was optisch oder Leistungsdaten sind, Ja die man gut. verändern kann, gerne. Nur halt jetzt, ob das Ding einen Kühlschrank hat oder eine Klimaanlage, mir im Spiel nichts bringen. Keinen optischen Effekt oder keinen Effekt, was die Leistung der Maschine angeht, brauche ich jetzt in der Konfiguration nicht unbedingt. Aber wenn es natürlich kommt, nehme ich es natürlich an. Also, gerne alles, was ihr wollt, rein. So, und ich fahre mal zum Händler ein bisschen Saatgut holen. Überleg gerade, welche Felder säen wir denn? Ich würde sagen 2 und 5 und 32, 31. Dann sind Was die ist dann mit bergigen 6 und Felder nämlich 7? schon mal geschafft. Okay. Weißt du, was ich mich noch frage? Was denn? So Lizenzen bei Traktoren generell. Ja. Also es gibt ja jede Menge YouTuber, aber auch Spieler, die gerne mit den MB-Traktoren fahren. Und die sind ja nicht lizenziert im Landwirtschaftssimulator. Also die kriegst du halt eigentlich fast ausschließlich nur über die Mod-Seite von Forbidden Mods, beziehungsweise von dem Mod-Team dort. Obwohl, gibt es nicht im Mod-Hub auch einen? In MB-Truck. Ja. Wäre mir neu. Okay. Kann sein, aber Es das gab wäre auf jeden Fall mal mir. den von BM Modding im 15er und 13er über Mod-Hub. Hatten die in. Echt? Ah, okay. Die hatten einen Was, das wusste ich MB-Truck. jetzt. Das wusste ich Aber jetzt persönlich nicht. ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ja, mach weiter. Ja, genau. Das ist ja wie gesagt eine Marke, die eigentlich so offiziell nicht mehr existiert. Das heißt, die Lizenzrechte liegen da wahrscheinlich bei Mercedes-Benz. Ja, denke ich Gehe ich jetzt zumindest. persönlich als Laie einfach mal stark davon aus. Ja. Und ich glaube, die Ist es aber Mercedes, so? dass Mercedes wegen den Rennspielen, weil da ja viele EA und so wahrscheinlich schon häufig zu Mercedes gegangen sein werden bei neuen Spielen, dass EA sich das wahrscheinlich einfach fürstlich bezahlt. Das EA, das Mercedes dafür wahrscheinlich richtig Geld sehen will, wenn man die Lizenz von denen nutzt. Das ist meine Vermutung. Ja, aber wir wollen ja kein Rennauto hier im Spiel modellieren, sondern wir wollen ja die Traktoren haben. Denn ich frage mich, wie es sein kann, dass Cattle and Crops als kleines, aufstrebendes Entwicklerstudio ohne Publisher und nur mit den finanziellen Mitteln, die durch Crowdfunding, Kickstarter etc. pp. Da sind, wie kann es sein, dass die vom Spiel aus die Marke Mercedes-Benz drin haben? Wahrscheinlich gute Kontakte. Ich verstehe es halt nicht. Oder sie sagen, okay, es ist ein Mod und die haben keine Lizenz. Also ich würde gerne dann eine Erklärung dafür haben oder mir es persönlich irgendwie erklären. Nur mir fällt da nichts ein, wie das geht. Ja. Hast du schon angefangen, was zu sehen? Nee, ne? Ich bin noch am Grubbern. Ah, okay. Super. Bin die Eins am Vorbereiten. Ja. Also jetzt habe ich immer gute Ping-Ausschläge bei dir. Richtig gute, dicke Ping-Ausschläge. Also jetzt andauernd auch. Tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen was gekauft, zwei Paletten Saatgut, vielleicht liegt es daran, aber. Ah, das kann sein. Ja, jetzt läuft sie mich wieder. Ja, hoffen wir, dass es einfach schön ist, wie der läuft. Da kannst du dir, da habe ich auch einen Mod, wenn du, wir können auch zukünftig, wenn wir jetzt Saatgut kaufen, eine größere Paletten holen. Also ich habe da eine Mod für 5000 Liter Paletten Saatgut, Düngemittel und Schweinefutter. Ja, mal schauen. Machen wir erstmal noch ein bisschen so. Jetzt haben wir noch nicht die Geräte, die so extrem viel Nee, ziehen. klar. Und dann wollen wir mal langfristig schauen, was da so abgeht. Später. Aber ich muss sagen, ich fühle mich
echt einfach wohl auf dieser Map. Das ist interessant. Ich habe mir die auch im Vorfeld, ich habe sie mir schon gut angeguckt, aber sagen wir mal vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Jetzt nicht unbedingt, ich wollte das auch nicht, einfach weil man, ich freue mich immer, wenn ich die nach und nach noch so ein bisschen erkunden kann. Und deshalb habe ich da jetzt auch gar nicht viel mehr im Vorfeld nachgeguckt nach der Map. Aber diese paar Minuten haben mir eigentlich schon gereicht, um mir das Gefühl zu geben, dass das auf jeden Fall keine schlechte Sache hier ist auf der Map. Und desto länger ich hier drauf spiele, gerade auch diese kleine Erkundungsfahrt, die ich letzte Folge unternommen habe, da die 10 Minuten da mal Richtung Dorf und so. Ich bin hier echt immer noch sehr zufrieden mit der Entscheidung, auf dieser Map hier anzufangen. Altbewohntes. Und vor allen Dingen, na, noch nicht mal. Also ich finde, die hebt sich schon deutlich von Landwehrkanal und von Tuervas ab, weil Tuervas war im Endeffekt relativ flach mit den Bergen dann halt. Aber ja, das Grundterrain war eigentlich relativ ebenerdig. Nur halt dann diese beiden großen Berge, drei großen Berge und dann der Hof, der erhöht war. Oben mit dem Kuhstall halt, ne? Und ja, ja. Bei der Landwehrkanal war es ja so, dass das Ganze eine Bergmap sein sollte. Bei der, Landwehrkanal hat ja wieso eine interessante Historie. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? Nein, aber ich glaube, die kannst du mir in der nächsten Folge erzählen. Okay, dann machen wir es in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich danke, Buhmann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.